Ne? Schuhorchester ungelenkt, so von ungelenkt, du. Herrlich, Kinder. Zu einem schönen Abend gehört ein schöner Mann, hier bin ich. Oh, Wind, ich bin froh, dass ich... Kinder, ich bin froh, dass ich hier bin, du. Ich habe 2 Stunden im Stau gestanden, mir tun die Füße weh, kann ich euch sagen, du. Ehrlich, ich habe eben mit der Toilettenfrau noch ein paar Worte gewechselt. Also, die hat auch gesagt, Fips, so vor dem Auftritt. Bist du denn ein bisschen nervös und zerstreut? Ich sage, überhaupt nicht. Ja, warum bist du denn auf der Damentoilette? Also, ehrlich, du. Sag sie, Fips, erzähl erst mal von deinem Unfall. Ich sage, was für ein Unfall? Sag, du wirst doch nicht behaupten, dass du mit dem Gesicht auf die Welt gekommen bist. Also, ehrlich. Kinder, ich muss dazu sagen, also ich habe im Anfang Schwierig, als ich bin versuchsweise geboren worden. Also als ich auf die Welt kam, war ich sehr schön und dann haben die mich in der Klinik vertauscht. Und da hatte ich von dem Moment an hatte ich Schwierigkeiten. Also da wollte ja kein Kind mit mir spielen und da hatten meine Eltern damals einen genitalen Einfall. Die haben mir an jedes Ohr ein Schnitzel gehängt und da hat wenigstens der Hund mit mir gespielt, weißt du? Also ehrlich, es ist, ja. Ja und heute, Freunde... Heute, Freunde, heute bin ich der Arnold Schwarzenegger von Hamburg. Ja, wenn ich nachts auf meiner Stammkneipe komme, ist keiner breiter als ich, du, ehrlich, du. Ja, ja, ich habe meiner Frau jetzt auch ein Buch geschenkt, Technik in der Liebe. Sag ich, was brauchen wir die Technik, wenn wir kein Werkzeug haben? Also, der Arzt, du. Du, der Arzt hat mich neulich durchgescheckt. Du, und hat gesagt, alles in Ordnung mit Ihnen? Wie ist mit der Liebe? Ich sage, Herr Doktor, überhaupt nicht mehr. Ich sage, warum denn nicht? Dauert mir zu lange. Sag, wie lange dauert es denn bei Ihnen? Ich sage, 5 Stunden, 31 Minuten. Ich sage, wie kommen Sie auf diese ominöse Zahl? Ich sage, Herr Doktor, 30 Minuten dauert es immer, bis ich so weit bin. In einer Minute ist alles vorbei und dann bin ich immer 5 Stunden ohnmächtig. Also es ist, ja. Kinder, ich habe ja auch, du. Ich muss dazu sagen, Freunde, ich habe ja jahrelang die rechte studiert und dann doch die falsche geheiratet. Also meine Frau, du, meine Frau war früher so sexy, nach der pfiff sogar der Wasserkessel. Die war früher so schlank und rank, wenn die sich auf 100 Markschein setzen konnten, links und rechts 99 Mark raus. Könnt ihr vorstellen? Also ehrlich, du, und heute hat sie den schönsten Mund, weit und breit. Also die hat einen großen Mund, die kann beim Küssen nebenbei Liebling sagen. Also ehrlich, ja. Ehrlich, hat ein richtiges Toto-Gebiss, so 0-1 ausgefallen, 1-1-0, weißt du, ja, schönen gelben Tang. Ich sage, mein Mädel, bist du gegen Briefkasten gelaufen? Also, ehrlich, jetzt hat der Hausarzt ihr Seeluft verordnet, hatte sich ein Salzhering vor dem Ventilator gehängt. Also, meine Frau, ich sage mal, meine Frau ist wie ein Blinddarm, immer gereizt, völlig überflüssig. Also, ehrlich, die voll, ehrlich, lach nicht. Meine Frau fällt von einem Exkrement ins andere. Ehrlich, neulich sagt sie zu einem Maler, ich hätte gern ein Porträt von mir, schön ähnlich. Sagt der Maler, müssen Sie sich entscheiden, gnädige Frau, schön oder ähnlich? Was denn du? Also ehrlich du. Ne? Typisch, neulich du. Sitzen wir morgens beim Frühstück, ich sag, Schatz, steht was Neues in der Zeitung? Sagt sie, ja, das Datum. Ich sag, nee, was steht sonst? Sagt sie, unser Nachbar ist gestorben. Ich sag, aber ärgerlich. Ich war heute Abend noch zum Skat mit ihm verabredet. Ja, sagt sie, das steht hier auch, Stadtkarten. Also ehrlich du. Freunde, ich muss dazu sagen, du. Kinder, der erste Ärger in unserer Ehe fing damals damit an, dass meine Frau unbedingt mit auf das Hochzeitsfoto wollte. Damit fing der erste Ärger an. In der Hochzeitszeit hat sie gesagt, Schatz, von deinen falschen Zähnen wusste ich ja gar nichts. Ich sag, wenn es dir nicht passt, kann ich sie hier rausnehmen. Also ehrlich, du. Ihr lacht, ich bin in unserer Ehe ein echter Kavalier. Du, wenn meine Frau über den Kohlen aus dem Keller kommt, dann reiß ich doch die Tür auf, du. Das ist ja natürlich... Meine Frau hat vor ein paar Wochen gesagt, du, ich halte unsere Ehe nicht mehr aus. Ich spring aus dem Fenster, nimm den Hund mit. Ich sag, der Hund bleibt hier. Du, ehrlich. Freunde, ich sehe jetzt, Kinder. Freunde. Ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, ich sehe hier etwas Überforderung aufblitzen, Freunde. Deshalb sage ich an dieser Stelle kurz, seid fröhlich. Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht. Und denkt immer daran, Sonne im Herzen ist besser als ein Schatten auf der Lunge. Und ihr glaubt, ich komme nachher nochmal wieder. Ich habe noch solche Sachen drauf. In diesem Sinne. Freunde, ich habe erstmal eine dringende Durchsage der Polizei. Der Fahrer des Wagens HHLY 310 kann sich heute Abend sinnlos besaufen. Sein Wagen stand im Halteverbot. Man hat ihn gerade abgeschleppt.
so. Ha. Das ist die Stimmung bei der Superlachparade heute. Und wir haben sogar Gäste aus den USA heute Abend, aus dem unteren süddeutschen Abschnitt. Da sagt eben draußen einer, kennst du den Unterschied zwischen Fips Asmus und einem Politiker? Sagt er, nee, kenn ich nicht. Sagt er, der Fips Asmus, der weiß, dass er dummes Zeug redet. Hier ist was los, Kinder, du. Ich hab vorne eben einen getroffen, Nachbar von mir, du. Er war knillebus unter die Prothese, du. Der war, sagt er, du, wir haben heute ein Wetttrinken veranstaltet. Ich sag, so, wer ist denn Zweiter geworden? Ein Typ, du. Ehrlich, Freunde. Hey, 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 du. Das ist ein Typ, Freunde, wenn man dem zuhört, du, da denkt man manchmal, die Sonne hat einen Kurzschluss. Also ehrlich, es ist wahnsinnig. Über den kann ich ein Buch schreiben. Wenn ich das keinem erzähle, glaubt mir das jeder. Sagt er, neulich hatte ich einen ganz grausamen, fürchterlichen Traum, du. Fürchterlich. Ich war auf einer einsamen Insel mit Steffi Graf, mit Madonna und mit Claudia Schiffer. Ich sag, was ist daran denn so grausam? Ja, ich war heller von Sinnen. Ich hab mir den Freund genommen. Freunde, ihr glaubt es nicht. So, er ganz typisch, er neulich in der Bäckerei, kommt da eine schwangere Frau rein und sagt, guten Tag, ich bekomme ein großes Weißbrot, sagt er, die Geburt möchte ich sehen, du. Das ist ein Typ, du. Du hältst das nicht aus, neulich. Ich kann stundenlang über den. Wir haben nicht so viel Zeit heute Abend, aber neulich wollte er seine Schreibmaschine einweihen, hat er das Farbband durchgeschnitten. Also, das ist ein Typ, du. Zum Geburtstag hat er Wasserskier gekriegt, jetzt sucht er einen abschüssigen See. Also, ein. Da kommt der neulich mit seiner Dampfwalze vom TÜV. Ich sag, hast du das Ding durchgekriegt? Sagt er, nee, ich muss morgen nochmal hin. Ich hatte kein Reserverad dabei. Also, ehrlich, du. Nur sowas. Ihr glaubt es gar nicht, du. Ehrlich, sagt er, ich hab mir jetzt einen Tresor gekauft, du, mit Zahlenschloss. Alle Ziffern sind Fünfen. Ich verrate nur nicht, in welcher Reihenfolge. Also, das ist ein Typ. Sagt er, ich mach ja nur einmal im Jahr Ölwechsel. Ich sag, was hast du denn für ein Auto? Sag, kein Auto. Ich hab eine Pommes-Fritz-Bude. Also, ehrlich, du, der, nur solche Sachen, du. Sagt er, neulich, er kann mit Geld umgehen. Der Typ sagt immer, wer seine Schulden bezahlt, verplempert sein ganzes Vermögen. Sagt er, neulich, du. Sagt er, neulich habe ich beim Quiz im Fernsehen, habe ich 1000 Mark gewonnen. Die Frage war, wie viel ist 7 mal 7? Ich war mit 43 am nächsten dran, du. Ehrlich, ja. Freunde! Freunde, ihr werdet jetzt hier überrascht sein. Ich werde mich jetzt langsam zurückziehen. Ich werde mich abschminken. Ich möchte anonym bleiben. Und ich sage euch nur kurz, Freunde, wie auch das Los des Lebens sei. Dankt denen, die euch heiter machen. Nichts ist gesünder nebenbei, als ab und zu sich krank zu lanken. Ich danke euch.